Ja, hallo meine lieben Freunde, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Paper Mario Sticker Star, dem Projekt, wo wir alle drüber lachen, dass ich vergessen habe, wie man das Museum aktiviert. Ja, ich hab's legit vergessen. Ich wusste, ich hatte es nicht mehr im Kopf. Ich sag's euch ganz offen und ehrlich, wie es ist, denn wir müssen den Toad, den ich eigentlich für tot erklärt habe, ne, Toad, haha, hier unter dem Brunnen hervorholen. Und das sorgt dafür, dass der Meister wieder am Start ist. Entrollen ist gefährlich. Danke für deine Hilfe. So, und er öffnet jetzt endlich dieses Haus, was wir hier schon die ganze Zeit gesehen haben, bei dem ich immer wieder probiert habe, dort reinzukommen. Und ja, ne? Ich war immer so, irgendwann, Freunde, irgendwann öffnet's. Und es hat nicht geöffnet. Und es kann so simpel sein. So, und jetzt ist der Meister bei sich zu Hause angekommen. Und jetzt passieren hier Dinge. Mario, danke, dass du mich gerettet hast. Ich meine, ich war ja ganz schön in der Klemme, ne? Als die ganze Stadt so eingerollt war, wollte ich halt alles so schnell wie möglich wieder in Ordnung bringen. Als es dann ans Aufrollen ging, war ich plötzlich unter dem Brunnen gefangen, bevor ich wusste, wie mir geschieht. Also muss ich dir wohl dafür danken, dass du mich gerettet hast. Komm mit hier rein. Okay, Meister. Gerne. Da bin ich doch dabei. So. Also du weißt ja, ich wollte die Stadt wieder in ihren Normalzustand zurückversetzen. Und der Grund dafür befindet sich hinter der Tür. Also komm rein, ja? Okay, Meister. Dann kommen wir doch mal mit. Und hier öffnet sich die große Tür. Und ich begrüße euch im Museum. Einem der großen Teile des Spiels, Freunde. In welchem die 100% stattfinden. Ne? Eines der ganz, ganz wichtigen Dinge. Na, was sagst du, Mario? Willkommen im Sticker-Museum. Ein Ort, an dem all die wunderbaren Sticker unserer Zeit für die Nachwelt bewahrt werden. Ja, ich habe mein Vermögen und meine Arbeitskraft darauf verwendet, hier im Untergrund diesen Ort zu erschaffen. Das größte und einzige Sticker-Museum des gesamten Königreichs. Fantastisch, findest du nicht auch? Ja, schon. Wie wunderbar, deine Liebe zu Stickern berührt mich tief. Selbst der Stickerstern hat kein Sticker-Museum wie dieses. Du bist faszinierend. Aber sag, wie viele Sticker stellst du aus? Ach so, ja, also ich kann nicht behaupten, dass ich bis jetzt viele hätte. Naja, eigentlich habe ich gar keinen. Aber du, Mario, siehst aus wie einer, der einen guten Sticker zu schätzen weiß. Du bist einfach, naja, du bist einer von uns. Ach, da kennen sich zwar einige besser aus, aber er ist auf dem besten Weg. Genau, ja, und deshalb denke ich, es wäre sinnvoll, wenn du, Mario, Sticker sammelst, die ich dann hier ausstelle. Ich meine, du liebst doch Sticker, oder? Deshalb sollte es ja eine Ehre sein, eine derart wichtige Aufgabe zu übernehmen. Da muss ich dir zustimmen, Mario. Wir sollen Sticker sammeln. Dadurch vertiefen sich deine Kenntnisse der Stickeristik und das kann dir nur von großem Nutzen sein. Und es hilft bei der Suche nach den Royal-Stickern. Außerdem kann ich dann auch nach meiner Heimkehr auf den Stickerstern allen erzählen, wie wir beim Aufbau des Museums geholfen haben. Daumen nach oben, Freunde, wie ihr hier auf dem Part einen dalassen solltet. Ja, ja, ahnt nicht, wie dankbar ich bin. Das hier wird ganz sicher ein Museum für Sticker. Es ist so schön, dass ihr mir helfen wollt. Yes. So. Und hier müssen wir quasi jeden Sticker ausstellen, den es so gibt. Und, oh, da hat die Kamera mehr rangezoomt. Und ich habe ja wirklich in meinem bisherigen Playthrough eigentlich immer drauf geachtet, von jeder Sorte Sticker mindestens noch einem irgendwie im Inventar zu behalten. So, hier brauche ich einen Glitzersprung. Und dementsprechend werden wir jetzt an der Stelle, glaube ich, erstmal ganz entspannt ein paar unserer Sticker einkleben, dass wir nicht auch irgendwie außersehen im Kampf die nochmal irgendwie verwenden und uns dann ärgern, dass wir die irgendwie verloren haben. Aber auf der anderen Seite, muss man jetzt auch fairerweise dazu sagen, war es halt wirklich so, dass ich, dass ich wirklich beinahe von jedem Sticker nur noch einen im Inventar habe. Sprich, ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich jetzt hier alles einklebe, was ich so besitze, dass mein Album dann ziemlich leer sein könnte. Gerade für Welt 2, die wir ja heute betreten wollen. Aber ich glaube, es ist schon sinnvoll. Oh, und zum Beispiel vom Eisensprung haben wir gerade nur die glitzernde Variante. Naja, ich würde sagen, besser als nichts. Kleben wir die auf jeden Fall hier ein. Mehr habe ich, glaube ich, erstmal nicht.
So, und wenn wir die dann quasi eingeklebt haben, dann können wir auch auf der anderen Seite wieder raus. So, in allen Gängen, die leuchten, sind wir aktuell in der Lage, etwas einzukleben. Das ist quasi das, worauf wir achten müssen. Und auch vom Seriensprung habe ich aktuell nur die Glitzer-Variante. Okay, sehr, sehr interessant. Da muss ich wohl echt noch ein bisschen darauf achten, dass ich mir die Sonderversion beibehalte, weil man neigt ja dann doch sehr schnell dazu, wenn man so normale Sticker hat, diese dann eben schnell zu Glitzer-Stickern zu upgraden, weil man die dann eben ja weiter irgendwie nutzen will oder halt verbessern will, weil einem die normalen irgendwann bei zukünftigen Gegnern nicht mehr so viel bringen. Aber ja, da muss man eben so ein bisschen im Kopf behalten, welche man noch braucht. Oder, was natürlich auch möglich ist, was auch auf uns zutreffen wird, aber ich hoffe, dass ich das möglichst schnell, sag ich mal, oder dass ich das recht schnell hinbekomme, dass man halt grinden muss. Also, aber das Grinden ist auch nicht so schlimm, man geht halt in die jeweiligen Level, in denen es die Sticker gibt. Da gibt es sicher auch online tolle Listen, wo man das nachgucken kann. Und ja, dann holt man sich einfach die einzelnen Sticker raus, schließt das Level ab und klebt die dann hier ein. Also, wie gesagt, die Sticker sind ja nicht random in den Leveln. Die haben ja alle einen gewissen Ort. Boah, ich liebe es, wie diese Glitzer- und Color-Sticker aussehen, ne? Also, jeder Sticker hat einen festen Ort und ist auch immer, wenn man das Level startet, an dieser Stelle. Und dadurch kann man sehr schnell fehlende Sticker nachholen. Also, das Sticker-Museum zu vervollständigen ist eine sehr, sehr coole Sache, weil sie, finde ich, nicht so aufwendig ist. Auch wenn man Sticker vercheckt, kann man die schnell nachholen. Und man sieht eben sehr schnell Ergebnisse, weil diese Sticker eben an der Wand kleben bleiben. Und dann füllen sich diese Galerien und ich finde das schon sehr geil. Also ich mag das Sticker-Museum. Ich bin großer Fan davon. So, und auch hier können wir jetzt gleich unsere beiden Wurfhämmer einkleben. Aber ihr seht schon unten, ne? Also ich blende euch ja mein Album immer ein. Ihr seht ja immer ganz genau, was bei mir auf dem Bottom-Screen so los ist. Und man erkennt auf jeden Fall, dass mein Album sehr leer wird. Aber jedes Level stattet einen eigentlich immer mehr als ausreichend mit Stickern aus. Ich liebe den Glitzer-Effekt. Ich mag die Optik von dem Game so gerne. Ich mag dieses Glitzern. Ich mag, das ist ja so ein Holo-Effekt wie auf so Pokémon-Karten, ne? Ja, das sieht einfach epic aus. So, und von diesen Spezialhämmern, na, wie diesem Mähhammer oder auch dann dem Feuerhammer, ich glaube, ein Eishammer wird es auch noch geben, von denen gibt es immer keine normalen Glitzer- und Color-Versionen. Die gibt es auch noch in der großen Form, wie ihr hier seht. Na, auch der Feuerhammer. Aber es gibt jetzt zum Beispiel nicht Glitzer-Feuerhammer oder Color-Feuerhammer. Es gibt dann eben noch, glaube ich, Mega-Glitzer- und Mega-Color-Feuerhammer. Aber das sind dann eben schon die größeren Sticker. So, sehr schön. Das passt. Und hier sieht man eben, da kommt der Eishammer noch hin. Und das sind dann eben diese Spezialhämmer. Weil diese ganzen Museumsgänge sind eben alle auch thematisch sortiert. Ne? Also in jedem Gang hängt eine ganz besondere Art von Sticker. So, und hier... Okay, hier sind wohl ganz viele Sondersticker. Und wohl so wahrscheinlich so einmal einsetzbare, oder? Weil zum Beispiel, ich habe ja auch noch den Powerblock. Der muss ja auch noch hier irgendwo rein. Und zum Beispiel die Bombe habe ich mir ja auch von den Bob-Oms noch geholt. Muss hier wahrscheinlich auch noch rein. Also diese Gänge hier sind wahrscheinlich alle voll mit diesen Sonderstickern. Yo! Und stimmt! Gerade bei den Blumen haben wir auch aufgepasst. Wir können jetzt schon beinahe die komplette Blumengalerie vervollständigen. Das ist sehr stark. Gut, dass wir darauf geachtet haben, Freunde. Ganz, ganz wichtige Sache. Bam. So, nur die Color-Eisblume fehlt uns hier aktuell noch. Oh, ich liebe die Color-Sticker. Oh, die sehen so sexy aus. Ich weiß, die Nostalgie spricht aus mir, ne? Ich hype hier Sachen hoch, die wahrscheinlich gar nicht hypebar sind, aber... Oh, es ist einfach... Es ist epic. Meine Liebe für dieses Spiel ist insane. Und es freut mich wirklich, dass ich doch einige mit auf die Reise durch Stickers da mitnehmen kann. Ich habe natürlich euch Paper Mario 1 Fans gehört, Freunde. Keine Sorge, ich werde Paper Mario 1 spielen. Ich gebe euch immer wieder die Gewissheit. Aber Let's Play Projekte entscheide ich vor allem nach Bauchgefühl. Ne? Auf welches Spiel habe ich zum Moment der Aufnahme eines neuen Projekts Lust? Also ich plane, es ist nicht so, dass ich irgendwie so einen Let's Play Plan für die nächsten, keine Ahnung, 2 Monate oder 3 Monate habe und sage, okay, da startet das, weil ich auch gar nicht abschätzen kann, ne, wie viele Parts ich für die jeweiligen Projekte brauche. Und eben immer, wenn ein Projekt vorbei ist und ich merke, okay, jetzt muss ich einen neuen Part aufnehmen oder jetzt muss ich ein neues Projekt starten, dann überlege ich einfach, okay, auf welches Game habe ich aktuell Lust? Und zum Zeitpunkt der Aufnahme oder zum Zeitpunkt, als ein neues
als ihr neues Paper Mario starten wollt, war ich so, ich habe gerade einfach viel, viel, viel mehr Lust auf Sticker-Star. Also meine Lust auf Sticker-Star ist einfach wieder da. Und dementsprechend ist die Entscheidung darauf gefallen. Was aber eben nicht heißt, dass ich in irgendeiner Art und Weise Paper Mario 1 disrespekte oder nicht mag oder whatever. Wie gesagt, Paper Mario 1 wird das einzige Paper Mario bleiben, was ich dann noch spielen muss hier auf dem Kanal. Irgendwann will ich auf jeden Fall auch noch das Paper Mario 2 Remake spielen, dass ich das originale Paper Mario sowie auch das Remake dann auf meinem Zweitkanal habe. Aber bis ich Paper Mario 2 replaye, das, wie gesagt, das gibt es ja schon auf meinem Kanal als 100% Let's Play in der GameCube-Version. Da wird auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit vergehen bis zu dem Punkt. Ne? Da müssen einfach noch ein paar Jahre vergehen. Also bis ich quasi Spiele, die bereits auf diesem Kanal hier sind, bis ich die nochmal replaye, da reden wir dann nochmal in 2, 3, 4 Jahren drüber. Ne? Ich replaye ja schon jetzt hier aktuell Dinge, die ich auf meinem Hauptkanal habe. Aber das liegt vor allem daran, weil ich diesen Kanal wirklich als etwas ganz Eigenständiges sehe. Wir haben hier einen ganz eigenen Videostil. Hier ist ja auch so quasi nichts gecuttet, hier sind keine Effekte drin. Das sind wirklich einfach reine Playthroughs von Spielen, auf die ich Lust habe. Wirklich ein ganz klassischer Let's Play-Kanal. Und dementsprechend, ja, sind quasi Dinge, die auf dem Hauptkanal schon mal passiert sind, hier auf jeden Fall gern gesehen. So, und ich glaube, das ist der letzte Sticker, den ich aktuell noch einkleben kann. Und auch einer der letzten Sticker, die ich überhaupt noch in meinem Inventar habe. Das ist crazy. So. Ich glaube, dann haben wir es, Freunde. Auf der anderen Seite, ne, also hier auf der blauen Seite, Freunde, da kommen überall Dings-Sticker rein. Ne, aber die kann man ja immer noch nachkaufen bei dem Toad. Aber jetzt schauen wir mal in unser Album, Freunde. So. Ich habe noch 3 Sticker. Ich habe noch 3 Sticker. Aber da sieht man mal, dass ich ganz gut gewirtschaftet habe. Dass ich wirklich von jedem Sticker noch mindestens einen behalten habe. Da bin ich ja fast ein bisschen stolz drauf. So, und bei dem Kollegen decken wir uns jetzt zumindest mal wieder mit dem Wichtigsten ein. Ich will eigentlich mein Geld sparen, um Dingsticker nachzukaufen. Aber ich kaufe jetzt hier einfach mal... den brauche ich, um, glaube ich, überhaupt in Welt 2 weiterzukommen. Ich kaufe einfach mal 2 Shells. Die mag ich ganz gern. Wir kaufen uns mal noch einen Powerblock. Und wir nehmen einfach noch mal 4 Hämmer und 2 Sprünge. So. Das muss dann aber auch wieder reichen. Dass wir einfach zumindest so eine kleine Grundausstattung haben, Freunde. Wenn wir jetzt dann in Welt 2 starten. So, dann speichern wir auch noch mal ganz kurz. Und dann sind wir bereit. Kleiner Exkurs ins Museum. Musste aber einfach sein. Na, damit das Ganze passt. Damit wir eine Übersicht haben, welche wir noch brauchen. So, und jetzt ab in die nimmer feuchte Wüste. So, hier sind auch nochmal Sticker. Die, ich wollte sagen, den kann ich one-shot, ne? Naja, immerhin kann ich bei dem jetzt mal ein Exzellent wieder grinden. Oh, nee! Really? Im Perfekt kann ich grinden. Ach, als ob ich den jetzt nicht auf Exzellent hinbekommen habe. Was soll das denn? Das ist aber kein Start in dem Part, wie ich ihn mir wünsche. Oh mein Gott, was mir zum Beispiel einfällt. Ich habe gar keine Hüpfpuschen eingeklebt im Museum. Weil ich legit keine hatte. Interessant. So, hier fehlt mir aber nur noch der Pickelhelm. Den habe ich ja aus dem Boss-Level mitgebracht. Und deswegen habe ich den jetzt eben nochmal nachgekauft, weil ich den einen, den ich eigentlich dabei hatte, jetzt eben ins Museum gepackt habe. Aber, Freunde, alle Quadrate wurden erfolgreich beklebt. Jede Stickerart wurde eingesetzt. Und damit öffnet sich diese epische Tür und der Weg in die nimmerfeuchte Wüste eröffnet sich uns nun. So, wir kriegen direkt wieder ein Pickelhelm zurück. Sag mal, was geht hier ab? Okay, hier ist eine Fledermaus. Irgendwas ist hier. Seht ihr das auch? Dieser Stein da ist irgendwie sus, aber wir schauen mal. So, ja, für euch bräuchte ich eigentlich Seriensprünge, wenn ich ehrlich bin. So. Dann nehme ich aber erstmal dich raus. So, erfolgreich blocken. Ich kill die einfach mal alle. Einfach, dass wir auch diese Gegner ein bisschen besser kennenlernen. Und es kann ja auch sein, dass gewisse Gegner noch Sticker haben, die wir brauchen. Na, wie zum Beispiel der Bombensticker, den der Bob-Omb eben hatte und so weiter. So, also hier komme ich noch nicht hoch auf jeden Fall. Nehme jetzt einfach mal alles mit, was ich kriegen kann. Boah, aber hier wird man ordentlich attackiert. Aber hier geht's rein.
Oh, er kriegt den Erstangriff auf uns. Ehrenlos. Ehrenlos, jetzt passt mal auf. Dann drehen wir jetzt mal das Stickerrad. Mhm. Nein! Okay, immerhin 2 bekommen, das passt. Weil dann kriegen wir hier, glaube ich, einen exzellent hin. Weil wenn ich jetzt nämlich euch mit dem Powerblock umdrehe und dann einen guten, Hammer droppe. Jawollo, exzellent. Sehr gut. Dann sind, glaube ich, alle in der Lage, Schaden zu bekommen. Und es ist zum Heulen. Ich muss mein Hammer-Timing hier wieder in den Griff bekommen. Das ist, ich meine, die erste Aufnahme einer Session, die fordert einen immer noch mal ein bisschen. So, hier geht es nämlich nach unten. Hier ist ein Glitzersprung. Sehr schön, den können wir gut gebrauchen. So, und jetzt kann ich dich umdrehen und dadurch komme ich hoch genug. Ne, einen abgenutzten Sprung will ich eigentlich nicht. Aber hier kommt nochmal ein normaler Sprung und nochmal eine Hüpfpushen raus. Boah, 3 von denen. Nee, ich muss zugeben, ich glaube, da mache ich den Schuh, Freunde. Da muss man A spammen und dann ist es aber immer noch ein gewisser Zufallsfaktor. Also man kann nicht immer fliehen. So, aber hier wurde uns auf jeden Fall die Flucht erlaubt. Das ist schön. Und da wären wir in der wunderbaren Wüste. Und ich glaube, diesen Sombrero-Guy kann ich sogar angreifen. Ja, den kann ich angreifen. Und hier müssen wir sogar aufpassen. Ich glaube, der kann nämlich flüchten. So, aber der Sombrero-Guy, der hat auf jeden Fall... Das war dumm. Ach, Bro. Der hat einen besonderen Sticker. Der hat den Sombrero-Sticker. Ach, Bruder. Und der ist richtig selten. Oh nein, er flüchtet jetzt, ne? Shit. Ja, ich hätte exzellent schaffen müssen. Wir müssen auf jeden Fall... Ach, den kann ich wieder angreifen? Geil. Wir müssen von dem Sombrero-Guy auf jeden Fall seinen Sticker bekommen. So, und jetzt probieren wir das hier nochmal. Zack. Ja. Jawollo. Da ist der Jackpot. Wir kriegen 3 Sticker. Aber ich glaube, wir müssen jetzt sogar 3 Sticker verwenden, oder? Sehr schön. Der ist jetzt nicht zerknittert. So, dann machen wir einfach normalen Sprung und Hüpfpushen. Nee, okay, wir können auch nur 2 einsetzen. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt nochmal die Hüpfpushen hinterher. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, und das ist perfekt. Und mit ein bisschen Glück, Freunde. Da! Ich wollte sagen, mit ein bisschen Glück kriegen wir schon den Sombrero-Sticker. Der ist, wie gesagt, wahrscheinlich mit einer der seltensten im Spiel, weil es den Sombrero-Guy, glaube ich, auch nur in diesem Level gibt. Der Sombrero-Guy ist nicht so... aha! Da kommt er zur Hilfe, okay. Der ist nicht so weit verbreitet. Jetzt passt mal auf. Machen wir gleich mal Spezialgewinn. Aha. Jawollo! Direkt der nächste Jackpot. Das ist sogar auch eine gute Sache, weil ich glaube, für die 100% braucht man auch eine gewisse, also eine gewisse Häufigkeit, eine gewisse Anzahl mal den Jackpot, glaube ich, hier im Stickerrad, soweit ich Bescheid weiß. Und dementsprechend kann es gar nicht schaden, wenn wir das ein bisschen grinden. So, hier gibt es ordentlich Cash für uns. Immer wieder bei jedem Sombrero-Guy, Freunde, die Chance auf einen Sombrero-Sticker. Wenn wir das hier irgendwie... Da unten ist was. Wenn wir das aus irgendwelchen Gründen nicht hinbekommen sollten, dann... keine Sorge. Sind das alles Sachen, die ich auch gerne offscreen grinden kann. Das ist gar kein Problem. So, und da hinten, Freunde, sieht man jetzt auch schon die Yoshi-Swings. Die ist auch ganz, ganz... wie soll ich sagen? Besonders oder ganz, ganz special für... Paper Mario Sticker Star. So. Und ich glaube, wenn ich jetzt in den Kampf gegen diese Paragoombas da oben gehe, dann würde der Sombrero-Guy hier hinten zur Hilfe kommen. Und der kann mit seinem Gitarrenspiel, kann er diese Paragoombas verstärken. Und dann wird das ein sehr, sehr ehrenloser Kampf. Aber ich glaube, wenn wir den vor hier hinten attackieren, dann können wir den, glaube ich, instant rausnehmen. Sehr geil. Und dann können wir uns auch diesen Paragoomba-Fight ein bisschen erleichtern. Und da ist der Sombrero-Sticker. Let's go. Und können wir hier hinter? Nee, hier ist nichts. Geil. So, der Kampf ist natürlich dann immer noch nicht geschenkt, aber wir schauen mal. Ich kann den ja theoretisch auch mit Münzen rauskaufen, ne? Hey, schau mal einer an. Unser liebster Kumpel Mario ist da. Du willst diesen Toad in Not beistehen? Ach, wie süß. Kein Wunder, dass du so beliebt bist.
bist einfach immer so lieb und nett. Aber sag mal, Herr Lieb und Nett, kannst du es auch mit 5 von uns aufnehmen? Warum sollst du dich auf einen Kampf mit uns einlassen? Das schaffst du doch eh nie. Ich mache den Vorschlag. 25 Coins. 25 ist echt nicht viel, ne? Und ich habe nicht so viele Sprungsticker. Ich glaube, ich kann die nur mit Sprungstickern angreifen. Ich kauf dir mal raus. Ich glaube, ich hab noch nie einen Tod rausgekauft. Ha, wir haben's geschafft, Jungs. 5 Münzen für jeden. Darauf erst mal eine kühle Limo. Let's go. Ich habe den noch nie freigekauft. Danke, du hast mich wieder gerettet. Falls du mich nicht erkannt haben solltest. Ich hatte diese Sehnsucht in mir, die Pyramide und die Sphinx mit meinen eigenen Augen zu erblicken. Also bin ich voller Tatendrang in die Wüste, aber die Dinge haben sich bald zum Schlechten gewendet. Wie bei all dem Sand hier am Eingang stecken. Selbst es bis hierher zu schaffen, war fürchterlich anstrengend. Wüstenreisen sind nichts für mich, glaube ich. Wie auch immer, ich habe das hier für alle Notfälle mitgenommen. Aber ich werde es nicht brauchen, nimm es. Aha, ein Glitzerpilz. Den nehme ich gern mit. Der Ort ist der einzige Albtraum an allein schon nervtötende Musik, die einfach nie aufhört. In meinen Schuhen habe ich ganze Sandburgen. Oh, ich bin nicht für die Wüste gemacht. Ich glaube, ich gehe lieber irgendwo hin, wo es ein bisschen entspannter ist. Hau rein. Yeah, sehr geil. Wie gesagt, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben die mit Geld bezahlt. Ich dachte, vielleicht scammen die einen auch und geben den Tod dann gar nicht her und man muss trotzdem kämpfen. Aber man kann sich quasi auch so aus dem Kampf ein bisschen rauskaufen. So, hier sind Prokies. Auch ganz, ganz unangenehme Genossen. Oh, der kriegt jetzt auch Hilfe hier. Holy shit. Und der hat hier... Warte mal, jetzt passt mal auf. Ich glaube, ich mache jetzt hier... Zack. 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 Oh! Mal, den Paragumba trifft es nicht, aber ich wollte jetzt hier mal ein bisschen direkt Rambazamba machen. Nein! Um Gottes Willen, nicht den Sombrero-Sticker. Pass auf, ich schieß mal hier eine Shell vor und vorher einen Wurfhammer hinterher und wir gucken einfach mal, was passiert. Sehr schön. Oh, wir treffen den Paragumba. Oh, let's go! Und wir kriegen auch wieder exzellent auf dem Hammer hin. Oh, das Leben ist doch wieder wunderschön. Sehr, sehr geil. Und kriegen natürlich auch fett Kohle dafür, weil je mehr Gegner wir natürlich in der ersten Runde besiegen, ne, desto geiler findet das Spiel auch. Und wir kriegen sogar nochmal den Sombrero-Sticker. Hallo. So, wenn wir auch dreimal eben diese Kakteen treffen, dann öffnet sich diese Blüte bei denen oben, wodurch wir dann eben an der Stelle auch nochmal eine Belohnung bekommen. So, ein normaler Eisensprung. Geil. Den brauchen wir noch dringend im Museum, meine lieben Freunde. Und by the way, die abgenutzten Sachen nehme ich nicht mehr mit, weil ich habe den abgenutzten Hammer und den abgenutzten Schuh bereits eingeklebt im Museum. Ihr wart vorhin live dabei. Und dann spare ich mir es jetzt, diese Art von Sticker mitzunehmen, weil es auch eben genügend andere gibt, die man hier einpacken kann. Zum Beispiel den Kollegen. So. Oh, oh, oh. Paragumba will Stress. Ich schaue mich hier mal ein bisschen um. Da hinten ist ein Sticker. Da glitzert was. Habt ihr es gesehen? So, kann ich dich treffen? Nee, noch nicht. Okay, warte mal. Versinke ich mal hier rein. So, und hier ist Stuff. Da. Aha, ein Color-Hour-Hammer. Sehr beeindruckend. Kann ich hier sonst noch irgendwas erreichen? Nee, nur der Color-Hour-Hammer war hier. So, aber wie komme ich an den Kollegen jetzt ran? Kann ich hier vielleicht unsichtbare Blöcke irgendwo erschaffen? Nee, ne? Nicht wirklich. Ha, interessant. Ist hier über der Blume was? Ja, ein Glitzersprung. Geil. Ich schau mal, ob ich hier vielleicht papierisieren kann. Vielleicht geht damit was. Nee. Okay, wie komme ich an den ran? Ha! Okay, irgendwie... Oh nein, bleib da, bleib da. Okay, irgendwie komme ich da ran, wenn ich jetzt hier so... Genau! Quasi den ersten Sprung, nachdem ich im Sand gelandet bin, der ist noch höher. Aber der muss gut getimed sein. Och, Bruder. Oh, da hält sich diesen. Was soll das? Bro. Doch, direkt, wenn ich auf dem Sand lande, ne? Ach, man, Digga. Das ist doch zum Kotzen. Ha! Jetzt! Und es gibt den Color-Hammer noch instantär. Schaut mal unten auf unsere... Freunde, schaut mal unten auf unsere Albumseite. Hier schimmert und glitzert es überall. Ich dreh hohl. Ist das cool. So, was haben wir hier unten? Da ist nur der Kollege. Hier werden Pokies nach unten gespült, sodass da ein unsichtbarer Sticker ist. Ein unsichtbarer Block. Das sieht, glaube ich, jeder. Instant wieder.
Hier. Warte mal, kann ich den mit dem Hammer erwischen? Wir schauen mal. Sehr schön. Ein Gegenangriff. Und das Reiziger für den One-Shot. Leider kein Perfekt-Bonus, weil wenn man einen Erstangriff vom Gegner kassiert, dann war es das schon mit dem Perfekt-Bonus. So, ist da was Sinnvolles drin? Okay, hier werden wir ein bisschen geheilt. Ah, ja, und jetzt kommen immer diese Sombrero-Geist zur Hilfe. Das ist assi. Das ist so assi. Da drehe ich hier direkt nochmal dran, Freunde. Zack. Zack. Jawollo. So, Freunde, das Jackpot-Timing sitzt aber mal wieder anders aktuell. Das ist sehr schön. So, und wir geben den ordentlich. Gefällt mir. So, die Frage ist, was machen wir mit dem Poké? Ich schau mal, was ein exzellenter Hammer hier reißt. Ah, mit zwei exzellenter Hammer. Was soll's? Hämmer. Jawollo. So. Timing ist wieder da. Oh mein Gott, und es reicht ganz knapp nicht für diesen Kollegen. Ich dreh hohl. Aber yes, die Timings. Sie sind wieder da. Freunde, der Profi, er war nie weg. Ja, okay, vorhin war er mal kurz weg. Glitzer, Feuerblume. Und eine Shell. Nee, jetzt wird's mir zu viel. Jetzt mache ich den Schuh. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, ob man aus einem Kampf flüchten kann, hängt von mehreren Dingen ab. Zum einen glaube ich einfach, wie stark die Gegner sind. Also, ups. Weil tatsächlich einfach, je stärker die Gegner sind, desto unwahrscheinlicher die Flucht. Und auch, wie häufig man den Fluchtknopf quasi schon benutzt. Also, je häufiger man aus einem Kampf flieht, desto unwahrscheinlicher ist es, glaube ich, dass man beim nächsten Mal wieder fliehen kann. So, hier nehmen wir einfach den ganz normalen Sprung, weil auf die grünen Kakteen kann ich drauf. Auf die normalen Stachel-Pokis kann ich nicht drauf hüpfen. Da braucht man den Hammer. Da bumst mich auf jeden Fall, da bumst mich der Stacheln. So, hier nochmal zurück. Jetzt hier lang. Genau, so ein bisschen ausweichen. Hier kommen sehr, sehr viele Pokis. Aber da haben wir es jetzt hier schon mal den Sand hochgeschafft. So, der will mich angreifen. Aber ich sehe, dass der Meister hier den Eingang bewacht. Was haben wir denn da? Erstmal Kohle. Und wow, einen großen One-Up-Pilz. Stark, 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 stark. Das sieht sehr gut aus. Haben wir hier vorne was? Das sieht irgendwie alles beeindruckend aus. Ach, hier ist was. Seht ihr das? Hier, ich kann hier oben drüber. Was ist denn hier los? Ein normaler Seriensprung. Geil. Den brauchen wir auch fürs Museum. So. Was haben wir zwischen den Kollegen hier? Kohle. Sehr gut. Und nochmal Kohle. Und da ist eine Glitzer-Hüpfpuschen. Schön. So. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, und dann haben wir hier auch noch was. Bäm, den Wurfhammer. Sehr schön. I like, guys. So. Dann wieder hier nach oben. Wir haben ja schon ein bisschen gesehen, was da auf uns zukommt. Und was liegt denn da im Sand? Da ist doch irgendwas verbuddelt, oder? Eine Limonade. Ja, die kann man auf jeden Fall gebrauchen. Und eine Sache, die ich auch noch ansprechen will. Ein paar Leute haben in den Kommentaren geschrieben, dass sie es ein bisschen weird finden, dass ich quasi so kommentiere, als ob ich nicht wüsste, wie das Spiel quasi abläuft. Also so, dass ich halt so tue, als ob ich nicht wüsste, was passiert, obwohl ich das Spiel schon kenne. Und dass sie es irgendwie ein bisschen komisch finden. Ich würde am Ende des Tages sagen, das ist Geschmackssache. Also ich sage es ganz offen und ehrlich, ich mag das eigentlich immer, wenn Let's Player sowas tun. Dass sie halt schon ihr Wissen teilen, wenn es angebracht ist, wenn man dem Zuschauer Hintergrundinfos geben kann. Aber wenn man sich noch so ein bisschen die Magie beibehält, gerade auch für Blind-Zuschauer, die eben nicht instant alles gespoilert bekommen, was sozusagen, was der Let's Player weiß. Und dadurch noch so ein bisschen dieser Blind-Faktor, sag ich mal, dabei ist. Und auch so ein bisschen, ja, blöd gesagt, hallo, was haben wir denn da oben? Und auch so ein bisschen Schauspielerei dazugehört. Ja, doch ist es im Endeffekt, dass man einfach nicht direkt alles ausspoilert, sondern so ein bisschen Platz für Überraschungen lässt. Ich mag das, das ist mein Stil. Ich werde das beibehalten. Ich werde nicht instant jedes Secret spoilern und instant jeden Plot-Twist direkt sagen, nur weil ich weiß, dass er kommt. Weil ich glaube, dass gerade die Leute, die mir hier blind zuschauen, und ich weiß, dass ich blind Zuschauer habe, weil es mir geschrieben wurde in die Kommentare, dass die, glaube ich, noch ein bisschen mehr Spaß haben, wenn sie selber miträtseln können.
und nicht direkt von mir quasi das gesamte Spiel mit all seinen Secrets direkt aufs Brot geschmiert bekommen. Weil die Magie von gewissen Spielen kommt ja auch davon, dass man gewisse Secrets erst im Nachhinein selber herausfindet. Dass man vielleicht nochmal später in alte Level zurückkommt und dann noch was nachholen kann. Und sich denkt, Alter, yo, wir waren da vorhin, aber erst jetzt ergibt das Sinn, was da ist. Und oder so nach dem Motto, hä, beim ersten Mal zocken dieses Levels hat man gar nicht ahnen können, dass sich da ein Secret befindet. Und jetzt ergibt das Sinn, ne? Einfach dem Spieler noch so ein bisschen die Augen, wie soll ich sagen, den Blick lassen, als ob man es zum ersten Mal sehen würde. Och, das heißt wieder nur ein Super? Ich dreh hohl. So, aufpassen. Sehr gut. Die Feuerblume hat auf jeden Fall gesessen. Das Hammer-Timing ist, ich denke immer, jetzt drücke ich doch spät genug, aber muss einfach nochmal später. Und nochmal später, es ist insane. So, so, an dir komme ich, glaube ich, nicht anders vorbei. Ne? Ordentlich Pokis hier am Start, aber der ist alleine. Ich denke, da kann ein Glitzensprung alles regeln, was geregelt werden muss. Schön, gefällt mir. Und jedes perfekt ist eine Road to 100%. So, jetzt schauen wir mal. Ich könnte jetzt hier runterhüpfen. Weiter hoch komme ich nicht. Na? Okay, dann düsen wir hier hin. Haben wir hier vorne was? Nee. Aber jetzt kann ich quasi hier runter und komme dadurch hier auf die Rückseite. So, und jetzt kann ich auch theoretisch hier hinten, ne? Einmal ganz nach hinten, ne? Da sind sehr viele Münzen. Ist nochmal ein normaler Hammer. Okay. Bin ich einfach hier stuck, aber man kriegt quasi so ein bisschen gezeigt, dass da ein Fragezeichenblock ist. Ja gut, also unten an der Pyramide ist erstmal nichts mehr. Wir haben aber auch vorhin schon das KP Plus gesehen, ne? Habt ihr hoffentlich auch alle gesehen. Aha, schaut mal, wir kommen jetzt sogar hier hin. So, und dann gibt es erstmal hier dick Kohle für uns. So, und dann nehmen wir auch gleich dich hier mit. Bist du was Besonderes? Also nur ein Auerhammer finde ich jetzt nicht so besonders. Sage ich offen und ehrlich, wie es ist. So, nochmal gut Münzen hinterher. Und da geht's nicht hoch. Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich mir so ein bisschen den Weg hier verbaut habe, oder? Wir überprüfen das Ganze mal. Ah, obwohl... Hier muss ich weiter hoch. Ich sehe es. Hier. Das ist der Weg für uns, Guys. Das ist der gewünschte Weg des Spiels. So, ich glaube, den eliminieren wir, weil diese Stachis greifen einen immer an und man kann vor denen noch nicht mit dem Sprung flüchten. Und genau dafür haben wir doch diesen wunderbaren Auerhammer bekommen. Und jetzt habe ich das Timing verkackt. Ich drehe hohl. Ich... Aua! Es gibt mir noch Fett auf die Schnauze. Ich glaube, es hackt. So, kriegen wir es bitte hin. Jetzt drücke ich immer zu spät und der macht einfach 5 Damage. Ich raste aus. Ja, jetzt sitzt das Exzellent schon besser. Aber das hätte ich zweimal vorher gebraucht, Mann. Oh. So, da wäre jetzt das Ziel. Aber wir wollen das Ziel noch nicht, Freunde. Noch nicht. Noch nicht, weil ich will das KP Plus da drüben haben. Das ist mein großes, ja, die Sache, die ich haben will. So, trifft die Feuerblume den Paragegner? Ja. Und das reicht sogar hier für ein Perfekt. Schön. Eigentlich könnten die Paragumbas halt übel leicht ausweichen, indem sie einfach drüber fliegen, ne? Aber ich freue mich, wenn sie es nicht tun. Ich freue mich, wenn sie es nicht tun. So. Jetzt kann ich hier runter. Da ist die Geheimtür. Okay. Aber mit der kann ich jetzt noch nicht viel anfangen. Ich muss aber irgendwie noch weiter nach oben kommen, habe ich das Gefühl. Ah, warte mal. Ich komme hier seitlich drauf. Hallo. Und Alter, was ist denn das hier mit diesen Auerhammern immer? Sind die irgendwie stark? Checke ich irgendwie nicht, dass diese Auerhammer etwas Gutes sind? So, ah, oh Leute, ich hätte einfach hier am Ziel vorbeidüsen können. Weil hier unten, Guys. Da ist es. Jetzt brauchen wir noch einen guten Sprung hier. Da ist unser nächstes KP Plus. Und unser Damage auf der Oberwelt, also unser Damage, mit dem wir die Erstangriffe ausführen, steigt natürlich auch mit unserer wachsenden KP-Anzahl. Also mehr Leben und mehr Kämpfe, die sich durch einen simplen Hammerschlag quasi direkt verhindern lassen. Ich würde sagen, exakt das, worauf wir Bock haben. So. Ah, hier hätte ich oben bleiben müssen. Verdammt, mein Fehler. Ja, es ist, wie gesagt, die Pyramide sieht im ersten Moment irgendwie so total chillig aus.
dass man da eigentlich irgendwie ganz entspannt an allem vorbeidüsen kann. Aber durch die niedrigen und hohen Blöcke gibt es eigentlich schon sehr abgesteckte Wege, sage ich mal, hier auf der Pyramide. So, aber damit, Freunde, haben wir alles in der im Auftaktlevel der zweiten Welt geschafft. Und wir haben auch schon neue Sachen fürs Museum. Vielleicht, boah, Kohle! Vielleicht beginnen wir dann gleich den nächsten Part im Museum. Vielleicht ist das eine simple Sache. Wir sind bei exakt 1000 Münzen, ne? Sehr sexy. Gefällt mir. So. Und jetzt geht's beim nächsten Mal dann zur Yoshi Sphinx. Danke fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön noch an den lieben Flo, der hier den Kanal mit der höchsten Kanalmitgliedschaftsstufe unterstützt. Riesiges Dankeschön für deinen Support, Mann.